herzlich willkommen zum Deutschen Fernsehpreis 2024. Auch dieses Jahr durften wir Sie wieder mit teurem, aber seelenlosen Müll verwöhnen. Finanziert von Zwangsgebühren, der sich von lupenreiner Propaganda und Gedankenkontrolle nur noch durch ein paar harmlose Mainzelmännchen-Spots unterscheidet. Wie? Ich bekomme gerade... Oh, Entschuldigung, Sie heißen jetzt Mainzel-Personen. Berti hat sich wohl seinen Penis hochklappen lassen für eine F***e. Wenn du mich nicht küsst, bist du transphob, du Arschloch. Guten Adamsapfel. Jedenfalls im Sinne unserer Auftraggeber, nein, nicht der Bevölkerung, sondern eines elitären Kreises aus Vermögensverwaltern, Social Engineering Think Tanks, ausländischen Geheimdiensten, Multimilliardären und transatlantischen Kooperationspartnern aus der Pharma-, Finanz- und Waffenindustrie. Jedenfalls im Sinne unserer Auftraggeber also, haben sich einige Personen in den letzten Jahren als ganz besonders effektive Sprachrohre erwiesen. Einer von Ihnen wird heute Abend mit dem Deutschen Fernsehpreis für menschenverachtendste Leistung ausgezeichnet. Und hier die Nominierten. Mai Thi Nguyen Kim für ihre perfide Verharmlosung von Impfschäden. Jan Böhmermann für die Gleichsetzung von Kindern mit Ratten. Und last but not least, Sarah Busetti für ihre fantastische Gleichsetzung von Ungeimpften mit... Meine Güte, die ist ja übers Ziel hinausgeschossen. Mit Blinddärmen. Scheiße. Und der Gewinner des Deutschen Fernsehpreises für menschenverachtendste Leistung ist... Ha! Die gesamte Führungsriege des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die in vorauseilendem Gehorsam das deutsche Fernsehen in nur wenigen Jahren von einem Ort der harmlosen Unterhaltung und Information in ein perfides Propaganda-Instrument für verordnete ideologische Gleichschaltung von konform Niedrig-IQ-Leichen verwandelt und damit erst solch abgrundtief moralisch verwerfliche Opportunistin, wie die zuvor genannten Personen möglich gemacht hat. Gratulation! Und an alle zu Hause an den Fernsehapparaten. Konsumieren Sie auch weiterhin unseren gequälten und infantilen Nonsens innerhalb einer hauchdünnen Faser im Obertonfenster. Kontrolliert von dunklen Mächten mit dem Ziel des Kulturverfalls, dem Tod der atomaren Familie, der Heranzüchtung einer verwirrten, verängstigten, schwachen und testosteronlosen Gesellschaft und der Reduktion der Spezies auf 500 Millionen Menschen weltweit. Einen schönen Abend noch. Damn, it feels good to be a Schwurbler. A real Schwurbler always keen to get his facts right. A real Schwurbler always trying to look behind shit. Cause these motherfuckers trying to avoid a class fight. Snickers for Linkshander!